Hallo und herzlich willkommen mit Reisen durch das Universum zurück zu The Grand Intellect, The Doomship Dilemma. Der Name des Mods ist schon mal cool, allerdings hatten wir einige Probleme damit und ja, nicht nur damit an sich, also nicht mit den, nur den Mod an sich, wir konnten ja bei der ersten Version, die wir gedownloadet haben, nicht einmal den Pogo benutzen. Hier können wir das glücklicherweise und hier haben wir das Problem, wir haben ein Level, das weird as hell ist, aber nun gut. So, ich glaube beim letzten Mal, okay. Ja, beim letzten Mal habe ich hier drüben gar nicht geguckt, was hier ist, aber scheinbar nur Punkte und sonst nichts. Ja, vielen lieben Dank, auf jeden Fall. So, ich habe übrigens keine Erinnerung mehr. Ich glaube, hier unten waren Keycards. Genau. Die lilane und die hellgrüne. Also praktisch nur die in der Mitte und die anderen beiden suchen wir noch. Dann war hier Mumpet. Konnte man da hochspringen? Oh ne. Wow. Ach, da unten rechts jetzt. Wow. Okay. Ich glaube, wir brauchen alle Punkte, die wir kriegen können. Ich glaube, wir brauchen alle Punkte, die wir bekommen können. Okay, ich hab's gesehen, da unten rechts. Aber der Sprung ist ja schon ziemlich ätzend, oder? Ah, ätzend, aber wow. Ätzend, aber möglich. Kann man das sagen? Okay, die ersten paar Minuten haben mich schon mal wunderbar selbst unterhalten. Wahrscheinlich denkt ihr euch nur, meine Güte, Mann von Schikanen, jetzt was treiben sie denn da? Das frage ich mich prinzipiell eigentlich immer. Aber bei dem Level muss ich... Ja gut, da haben wir auch ein neues Leben bekommen, das ist schön. Aber das da ist doch... Also, dass die woanders hinführen, als sie mal... Ja, egal, ihr wisst schon, was ich sagen will. Es ist ein bisschen verwirrend. So. Apropos ein bisschen verwirrend. Hier weiß ich nicht, ob wir nur eins aktivieren sollten oder alle. Das ist nämlich die große Preisfrage. Wir aktivieren den mal. Was hat der nochmal aktiviert? Ah, da oben den Weg. Das erscheint mir schon mal richtig zu sein, weil dann können wir so da nach oben. Achso, das dient einfach nur, um den zu überspringen. So, ich glaube, der muss definitiv aktiviert werden, obwohl ich nicht weiß, was er tut. Okay. Interessant. Ah ja, jetzt ist der Weg offen. Wo man halt, also ich allgemein fragen darf. Wie bin ich beim letzten Mal immer durchgekommen? Ich glaube, immer drüber gesprungen, oder? So oder so ähnlich. Das war jetzt die gelbe Keycard. Ich habe noch gar keine Keycards, oder was? Okay, was habe ich denn dann da am Anfang eingesammelt? Was habe ich denn da am Anfang eingesammelt? Muss ich darunter? I don't remember. Diese Stelle. Ich habe so gut wie nichts gedrückt. Nur einmal ganz leicht nach links gedrückt, um da durchzugehen. Und ich wäre trotzdem fast gestorben. Okay, ich habe keine Ahnung. Wir lassen die Firma da deaktiviert. Und benutzen einfach mal die Keycards.
Ich habe keine Ahnung, diese Schalter scheinen, glaube ich, einfach nur Hindernisse zu erschaffen. Okay. Okay, ich habe keine Ahnung, ob ich da hoch muss. Das sieht so aus, als ob da nur Punkte sind. Ey, wir haben immerhin... Ist das ein kleiner Jump? Okay. Thanks God. Ist das Ding ein Schat... Ah, nee, Quatsch. Ah, ja, wow. Erst durch die Mechanik erinnere ich mich ja dran. Es muss ja ein Keen 2 Mod sein. Ja. Ich traue diesem Spiel null. Okay. Okay, wir haben dieses seltsame Level geschafft und stehen hinter diesen oder unter diesem Block, egal. Ich kaufe das einfach mal als geschafft, weil oh nein, ist das doch... Ich habe gedacht, das wäre nur für das eine Level, aber es ist eine wiederkehrende Mechanik. Aha. Immerhin steht da ein Hinweis, den lesen wir aber nicht, weil diese Mods müssen auch spielbar sein, ohne dass ich Hinweise lese. Okay, da geht's nicht weiter. Mhm. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob dieser Weg überhaupt even close to right ist. Ich habe das Gefühl, wir müssen... Muss ich da rein? Wir werden es niemals erfahren. Oh, ist das eine ätzende... Ist das eine ätzende... Gehen wir mal unten lang. Okay, ich habe mir gedacht, hey... In dem einen Level mit dem einen Durchgang, das war ein Versehen. Ja, kann man mal aus Versehen gemacht haben und ist beim Playtest nicht aufgefallen, dass man da ziemlich einfach sterben kann. Aber es scheint wohl ein wiederkehrendes Problem zu sein. Und what the heck? Interessant. Was ist, wenn eins davon halt random richtig ist? Was ist, wenn eins davon halt wirklich random the right one ist? Da steht die. So, die Schrägen sind ein bisschen weird. Okay. Ich schätze mal, das ist das Closeste, was wir zu, was wir im Vergleich zu Progress haben. Muss ich diesen Sprung schaffen? Nein, muss ich nicht. Egal, gehen wir mal da, du. Okay. Versuchen wir mal den Sprung dieses Mal zu schaffen. Wir haben keine Ahnung, ob wir da lang müssen. Weiß wahrscheinlich keiner, weil keiner meiner Zuschauer diesen Mod jemals gespielt hat. Okay. Ich habe nicht mal eine ansatzweise eine Ahnung, ob dieser Weg, den ich hier gerade gehe, richtig ist. Steht schon wieder etwas. Okay, da kann man durchgehen. Wir haben immer noch nichts zum Schießen. Ich weiß auch nicht, ob es sowas gibt. Okay, da ist das Exit. Ich habe... Das war aber irgendwie 50 Pixel gefühlt zu weit rechts. But
I won't complain. Haben wir da oben eigentlich alles gemacht? Ich glaube ja. Okay. Sehr, sehr weirder Mod. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finden will. Ich meine, klar, die Bugs und die Placement von LHS, okay. Nice to know, I guess. Ah, das wird doch ätzend, oder? Oh no. Okay, gehen wir mal prinzipiell woanders lang. Ich habe keine Ahnung, ob irgendwas davon irgendwann mal der richtige Weg sein wird. Aber ich habe eben offensichtlich, vielen Dank fürs Leben, den richtigen Weg genommen. Ich verlasse mich einfach mal darauf, dass ich das wieder tue. Was ist das denn für ein Level? Das Level sieht doch aus wie ätzend. Dot Deck. Oh wow, jetzt ist mir aus Versehen so ein Magic-Referenz rausgefallen. Okay, ich musste den mittleren oder gibt es irgendwann mal hier einen Weg, der da durchführt? Okay, dieses Level-Prinzip sieht auf so vielen Ebenen ätzend aus, dass ich es nie wieder spielen möchte. Ich möchte jetzt schon, obwohl noch nichts passiert ist, einfach straight to the end. Weil dieses gesamte Level-Konzept einfach ätzend ist. Dieses ganze Level-Konzept... Ich meine, ich bin jetzt noch am Anfang auch noch richtig gelaufen, aber stell dir mal vor, ich wäre da falsch gelaufen. Das will man sich gar nicht vorstellen. Weil das würde bedeuten, dass man da einfach runter... Ich bin falsch gelaufen. Das hier ist einfach literally der falsche Weg. Und es geht los. Und, ne, Moment, unten war, ne. Okay, das ist sogar noch schlimmer als Red Maze City. Ich möchte den erschießen. Warum? Okay, wir wissen, es ist auf jeden Fall das in der Mitte. Das ist leider sehr... sehr ätzend. Ja, vor allem, wie kommt man da hin? Auf jeden Fall nicht von hier. Okay, gehen wir mal den Weg und hoffen auf das Beste. Okay. Also dieses Level-Prinzip ist aus der Hölle. Also wer da sich gedacht hat, das ist aber toll. Den muss ich leider sagen, den hat man bedauerlicherweise, etwas, was ich hier auf meinem Kanal nicht sagen kann, weil es nicht kinderfreundlich ist. Das kann ich bedauerlicherweise nicht sagen. Also könnte theoretisch schon, aber dann würde ich meinen Ruf verlieren, einigermaßen kinderfreundlich zu sein. Dieses Level-Prinzip ist doch mal Käse. Weil zumindest kann man teilweise sehen, wo es hingehen sollte. Aber dafür hat man auch nicht immer einen Blick. Beispielsweise habe ich schon vergessen, was hier war. Und vor allem meine leichte Farbblindheit spielt mir jetzt auch noch farbliche Scherze mit den Blöcken hier. Okay. Ich glaube, ich bin mir nicht mal sicher, ob dieser Weg gerade richtig ist. Weil ich hier schon ein bisschen arg durcheinander gekommen bin. Die hättest du doch auch sparen können, oder? Aber scheinbar nicht. Ist das der richtige Weg?
mal. Ach, warum konnte man die sich nicht sparen? Ich versuche einfach mal mein Glück, obwohl ich den Eindruck habe, es muss falsch sein. Es muss eigentlich falsch sein. Warum ich trotzdem da hochgehe? Ne, Moment, ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen, oder? Bin ich im Kreis gelaufen? Ich glaube, ich bin im Kreis gelaufen. Cool, man kann auch an diesem wunderbaren Level im Kreis laufen. Also dieses Level ist der reinste Albtraum. Also wenn ich jetzt eine Top 10 Liste machen müsste, was die schlechtesten Level sind, die ich dieses Jahr gespielt habe, wäre das definitiv in den Top 5. Ah cool, da kann man auch noch sterben. Sehr schön. Naja, ich muss mir es auf jeden Fall merken, doch nicht mehr so schnell runter zu traveln. Weil ich könnte ja drauf gehen. So, das ist Exit. Das muss aber natürlich hinter diesen Hässlern erreicht werden. Und logischerweise nicht vor dem Hässlern. Damit man sich nochmal rumärgern darf mit diesen Spaten. Schreckliches Level. Absolut schreckliches Level. Definitiv in den Top 5 schrecklichsten Leveln überhaupt. Kann man nicht anders sagen. Ist es ein Transporter? Sieht ein bisschen aus wie ein Transporter. Was haben wir hier? Zwei relativ weit entfernte Level. Oder ist es das Final-Level? Levelers, okay. Kaum zu erkennen. Ich schätze mal, das ist da links das letzte Level. Von da gucken wir erstmal, was hier noch so ist. So, das Level wird es sein. Vielleicht das letzte Level. Oh mein Gott, ich kann ja gar nichts hier erkennen. Was davon ist? Irgendwas. Was ist das für ein Design? Na, schon wieder mit diesen dämlichen Portalen. Ich werde hier sowas von sterben. Ich werde hier sowas von sterben. Ich kann nicht sagen, dass ich es nicht vorhergesehen habe, weil eventuell fällt euch das wesentlich leichter als mir. Aber ich sehe in diesem Level einfach gar nichts. Aha. Wäre ich jetzt in den Tod gestürzt, wäre ich aber sowas von mad gewesen. Ich brauche noch eine Keycard hier. Ist das dein Ernst? In diesem komischen Level. Okay, man kommt so gar nicht durch. Aber wo muss ich denn dann hin? Wieder da durchspringen? I guess. Was macht dieser Typ eigentlich, außer einen zu schubsen? Ihr müsst mal sehen, wie ich verwirrt ich bin. Diese blauen Blöcke, auf denen kann man nicht stehen. Man kann sie durchspringen, aber dann auch wieder bei anderen wiederum nicht. Und die okay, ich kann immerhin sagen, ich habe glücklicherweise die Keycard.
dieses Level. Ich meine, das Level ist vielleicht designtechnisch gar nicht mal so schlecht, aber ich sehe in diesem Level rein gar nichts. Okay, da kann man durchfallen. Das musste ich sehen, bevor ich darüber springe. Okay. Okay, hat kein Troll. Hat er einen Troll eingebaut? Egal. Faszinierendes Level. An sich glaube ich gar nicht mal so schlecht, aber die Farbgestaltung, die sorgt einfach nur bei meinem Kopf dafür, dass ich gar nicht sehe. Oh ne, schon wieder so etwas. Okay. Ja. Aktivieren das mal, weil wahrscheinlich notwendig. Ist da schon das Ende? Okay, lass das uns mal laden, weil ich hatte jetzt nicht vorgehabt, das gesamte Level zu skippen. Zumindest noch nicht. Kommt drauf an, wie nervig es ist. Okay, was macht das? Okay, wir haben einige Leben gefarmt, von daher sehe ich das jetzt mal nicht so tragisch, aber what the hell? Soll das so sein? Ist das so geplant? Who knows? Ich habe das einfach mal so gemacht. Hier könnte ich schon wieder hochspringen. Hier kann ich wieder durch Falleritis. Hier ist die gelbe Keycard. Wir gucken erstmal da. Hier, was hier auf uns wartet. Vielleicht beschäftige ich mich auch zu sehr mit diesem Level. Gut, dass da generell zu ist. Okay, was hat das Ding jetzt gemacht? Wow. Einfach mal von hier. Nee. Von hier auch nicht. Von hier muss es aber gehen, von dem Punkt aus. Okay. Einfach den Preis fast nicht abholen. Okay. Beste Entscheidung, das Ding da unten zu aktivieren, auf jeden Fall. Übrigens keine Ahnung, was dieser eine Schalter aktiviert hat. Wir werden es niemals erfahren. Ich schätze mal, dass es das aktiviert hat. Okay, was soll ich jetzt hier? Hä? Was soll ich jetzt hier? Der Sprung ist nicht machbar. Ich habe das Gefühl, ich soll hier noch nicht sein. Ich habe das Gefühl, ich muss erstmal einen oder alle von diesen Schaltern aktivieren. Who knows? Okay. Keine Ahnung, was dieser Schalter tut. Was macht der?
Der macht das da. Okay. Hat der jetzt da unten einen Weg geebnet? Oder so? Andere Erklärung sehe ich nicht. Okay, ja, hat er. Ah. Okay, dieses Level, es macht mich dezent fertig. Aber nur dezent, also. Ich habe immerhin ein paar Punkte eingesammelt. Das kann man immerhin auf die Soll-Seite schieben. Und ich habe noch drei Leben. Jetzt habe ich sogar eins mehr. Wow. Ich habe übrigens keine Ahnung, was das hier bringen wird, das Aktivieren von all diesen Dingen. Okay, ich wollte das eigentlich nicht wieder aktivieren, aber ich habe auch keine Ahnung, warum das existiert. Ist aber mies. Es ist ein mieser Trick. Dass dieser eine Block da weg ist. Klar, ich war da schon, ich hätte das wissen müssen. Okay, was hat dieser Block jetzt aktiviert? Ich meine, zurückgehen bringt ja nichts. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn ihr euch selbst so extrem hasst wie sonst was? Das Gefühl habe ich jetzt gerade. Okay, einfach keine Zeitverschwendung mehr. Wir gehen straight dahin, wo wir hingehen sollen. Zumindest da, wo wir das Gefühl haben, hingehen zu müssen. Ich wollte auch nur gucken, ob auf der anderen Seite jetzt ein Weg ist, den ich hätte nehmen müssen. Auf den Schaltern ist ein bisschen dezent Müll, aber nun gut. Das Level ist wirklich nicht schwierig. So, wir gucken mal, ob sich hier irgendwas verändert hat. Mehr wollte ich eigentlich eben schon nicht gucken. Aber naja, nennen wir es einfach mal Fail. Ich habe keine Ahnung, wie man daran kommt. Okay. Doch mal. Ja gut, man kann das relativ gut timen. So, ich habe keine Ahnung, was. Wie soll man denn da ordentlich hier hochkommen? Keine Ahnung, was das andere aktiviert hat oder eben nicht aktiviert hat. Was hat das Ding aktiviert? Was? Ich meine, ich kann jetzt mal die Punkte mitnehmen als Schadensersatz für die ganzen Leben, die ich reingeopfert habe für keine Ahnung. Gefühlt nichts. Was hat das aktiviert? Das Ding hier, da wo wir gerade draufstehen. Das wurde davon aktiviert. Wirklich, das da. Das Ding hier. Das da. Dieser Mod will mich doch verarschen.